Es gibt hier, wie man in dem Bildordner sieht, so Möglichkeiten, zum Beispiel flächenplanar zu machen. Das heißt, wenn ich eine Fläche habe wie diese hier, die ist nicht koplanar. Das kann man ganz gut sehen. Das versuche ich auch immer wieder im Praktikum zu erklären, was das halt ist. Ich habe also diese Fläche, die besteht aus zwei Dreiecken. Und man kann hier diese Kante sehen. Diese Kante existiert in Wirklichkeit gar nicht, weil das ist ja eigentlich eine Fläche. Eigentlich soll es eine Fläche sein. Und das ist das Thema dann Koplanarität. Und Koplanarität, die will ich wieder herstellen, damit ich diese Fläche vernünftig darstellen kann, damit ich diese Schattenkante, die da theoretisch existiert, nicht mehr habe. Diese Kante, die hier ist, die ist eigentlich nicht sichtbar. Das kann ich anhand der beiden Normalen sehen, weil die beiden Normale nicht in die exakt gleiche Richtung zeigen. Ich habe hier jetzt auch nochmal die Punktnormalen der einzelnen Punkte angezeigt. Das heißt, jede Fläche hat den Punkt zugewiesen und dann hat er nochmal eine Normale auf jedem Punkt. Wie kriege ich jetzt also diese Koplanarität wieder hin? Das kann einfach sein, wenn das funktioniert mit dem Makeplanar Face. Und manchmal funktioniert das. Das funktioniert aber nicht immer. Das hängt letzten Endes von der Umgebung ab, in der sich diese Fläche befindet. Und man kann sehen, diese Fläche hat sich jetzt tatsächlich planarisiert. Oh, ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort gibt. Auf jeden Fall, die Fläche ist wieder gerade, sage ich mal. Andere Möglichkeit, wenn man diese Möglichkeit nicht hat, wenn das also nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, es funktioniert halt nicht immer, dann kann man versuchen, den Fehler zu vermindern. Und das geht meistens nur darüber, indem man mehr Geometrie schafft. Und meine Empfehlung ist dann, Geometrie schaffen und dadurch den Fehler vermindern. Irgendwann hat man die Fläche, hat man die Fläche so, dass sie fast planar ist. Und dann fällt dieser Schattenfehler oder dieser normalen Fehler nicht mehr so stark ins Gewicht. Ist aber letzten Endes immer eine situationsbedingte Sache. Kann man also nicht garantieren.